Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge in Minecraft. Ja, ich war euch ja noch eine schuldig, also hole ich die heute nach. Weil heute habe ich Zeit dazu und es ist ja auch noch re relativ früh. Also würde ich mal sagen, wir machen weiter. Let's Play 02. Jetzt am Anfang kann es wieder ruckeln. Bitte seht es mir nach, weil ich habe schon mal gesagt, meine Maschine ist nicht die neueste und auch wenn sie etwas aufgewertet wurde, hat sie immer noch ihre Schwächen. So, kurz den Timer noch einstellen. Machen wir 8 Minuten, nochmal 9 Minuten ab hier. Klick. So, na dann wollen wir mal. Also, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir hatten gerade angefangen, hier unten uns ein wenig umzusuchen und zu buddeln. Na, mal gucken, ich will noch Kohle finden. Ein bisschen Kohle. Nur ein bisschen. Ein bisschen mehr wäre natürlich noch besser. Okay, jetzt ist die Holzspitzhacke gerade kaputt gegangen. Ich werde mal noch mal schnell eine bauen. Eine neue Steinspitzhacke. Ich glaube, ich nehme mal den Basteltisch mit runter. Der steht mir hier nämlich zu weit weg. So, komm her, Basteltisch. Zack. Dupdi-dupdi-du. Vielleicht noch mal schnell ein bisschen Holz holen, solange es draußen noch hell ist. Ja, es ist hell. Können wir noch schnell ein bisschen Holz holen. Zack. Oh, hier ist ein Zombie krepiert. So, schnell noch ein wenig Holz organisieren. Eine Axt haben wir ja. Das ist gut. Aber wir haben sogar noch eine Steinaxt in der Hinterhand. Das ist sehr gut. So, da di da dam da 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 di da di da dam. Ach ja, die Creepergrube. Füllen wir mal wieder auf. Da war die Erde alle. So. Na gut, dann gibt es im Untergrund noch genug davon. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder runter und suchen mal, gucken mal weiter, ob wir vielleicht die doch irgendwo noch ein bisschen Eisen finden. Und ein bisschen Kohle. Wo war denn die Fackel, wo ich vorhin das Höhlengeräusch hatte? Hier, ne? Ich höre jetzt zwar nichts, aber ich glaube, hier war das. Okay, basteln wir uns hier mal runter. Hier hatte ich mich vorhin noch ein Höhlengeräusch im Ohr. Bin ich der Meinung. Schon wieder die Hacke kaputt. Zack. Zack. Und machen wir mal die Hälfte. Die Hälfte behalten wir mal so, falls wir noch Holzkohle brauchen. So, zack, zack. Ein paar Stückchen. Dann bauen wir uns mal schnell eine Spitzhacke, die wir gleich brauchen werden. Und vielleicht noch eine Schaufel wäre ganz nützlich. Falls wir auf Erde treffen, wenn wir mal eine Schaufel brauchen können.
So. So. Dann würde ich sagen, weiter im Text. So. Hoppi, hoppi, hopp. Und ab dafür. Sieht nicht gut aus. Ach, da haben wir Kies. Kies ist auch immer ein gutes Merkmal, ob man da nicht vielleicht noch eine, aha, eine Fledermaus. Hier könnte sich also irgendwo eine Höhle befinden. Wenn man hier eine Fledermaus hört, und zwar so ziemlich dicht dran sogar. So laut, wie die Fledermaus gerade gewesen ist. Ja. Oi, die Zeit ist vorbei, liebe Freunde. Ich melde mich hier gleich wieder. Ciao. Cheerio. Ja, es geht weiter. So.
Weil ich habe jetzt noch keine Lust aufzuhören. Wie gesagt, ich habe heute etwas Zeit, deswegen machen wir heute mal ein bisschen mehr Minecraft. Star Ocean liegt ja so momentan leider aus technischen Gründen auf Eis. Also müsst ihr euch erstmal mit Minecraft zufrieden geben. Ich hoffe nur, dass Philipp am Wochenende wieder Zeit hat, dass wir auch das LPT Minecraft mal weiter treiben können. So, gucken wir mal hier in der Wand. Ich höre hier eine Fledermaus. Also könnte sich hier eine Höhle auf. Oh! Oh! Kohle, hier gibt's Kohle. Ich wusste zwar nicht, wie Kohle in diesem Texture Pack aussieht, aber ich finde das gar nicht so übel, gar nicht so hässlich. Wo waren die Fledermaus jetzt am lautesten? Wo bin ich denn hergekommen? Von da, ne? Ja. Guck mal hier nochmal rüber. Oh, auch noch Kohle. Mann, da haben wir einen richtigen Glückstreffer gelandet. Ja, hier ist die Fledermaus lauter. Also könnte die Höhle hier in der Nähe sein. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht wieder irgendwo unter mir ist, weil das muss nicht sein. Ich bin mir schon zu oft durch die Decke in der Höhle reingekracht. Und dann hatte ich den Salat. War ich gleich umzingelt von irgendwelchem Viehzeug. Jetzt höre ich auch wieder einen röchelnden Herrn. Ja, und zwar ziemlich laut. Hoffen wir, dass der jetzt nicht hier irgendwo gespawnt ist. Nee. Nö. Also wenn ich. Oh. Habe ich noch eine Spe. Oh. Hallo, Basteltisch. Der steht da oben. Erinnert mich doch mal dran, dass ich den Basteltisch mit runternehme. Der steht mal so weit weg. So, nimm mal mit. Zack. Ab in die Tasche und ab dafür. Nimm mal mit, erstmal hier runter. Weil hier höre ich einen Zombie und das ist immer ein sehr markantes Zeichen dafür, dass sich hier Höhliges in der Nähe befindet. Ja. Machen wir mal gleich zwei Spitzhacken, dann muss ich nicht so oft wieder nachbauen. Zack. Halt. Pock, den Basteltisch packen wir wieder ein. Das Problem ist, die Höhle könnte unter uns sein, die könnte über uns sein. Eisen. Eisen! Oh. Er ist ziemlich dicht dran, der Herr Zombie. Ich bin jetzt vorsichtig beim Eisenabbau, weil dadurch bin ich auch schon öfters in der Mine reingefallen. Also in der Höhle, meine ich. Was ist denn das da Feines? Erde, ne? Ja. Wo denn mal hier die Erde mal? Mal gucken. Wir haben unsere ersten zwei Eisen gefunden. Wollen wir uns mal gleich eine Spitzhacke machen und dann schon mal gucken, ob wir irgendwo mal ein Schaf auftreiben? Also ich habe draußen keine Schafe gesehen im Moment vorhin. Vielleicht habe ich es auch wieder übersehen. Ich kenne ja mein bräsiges Hirn. Irgendwo hier Cobblestone? Ne. Ich habe gedacht, hier ist ein Dungeon oder so. Ah, das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Anhaltspunkt, wenn man hier einen Dungeon finden würde.
Und ja, ich werde mir auch von dieser Map wieder eine Kopie erstellen, da mal immer mal vorausgucken, ob ich nicht. Damit wir hier nicht so immer ewig lang rumsuchen müssen. Aber das könnte jetzt was sehr Positives bedeuten. Da ist noch mehr Eisen. Sehr gut. Sehr schön. Oben ist auch kein Durchgang, oder? Nee. Wo bin ich denn jetzt hier reingekommen? Da, ne? Ja, da hinten. Gut. Also da liegt noch Eisen. Das nehme ich mir gleich mit. Mal sehen, vielleicht kriegen wir ja genug Eisen zusammen für noch eine Eisenspitzhacke, falls wir auf hochwertige Ressourcen treffen. Oh Gott. Na, ich muss sowieso dann erstmal hoch zum Ofen und den Ofen erstmal wieder mit meinem Besuch. Ich nehme mal die Schaufel. Sonst sitzen wir hier nächste Woche noch beim Schütten. Jedenfalls höre ich einen Zombie ganz nah dran. Und so ziemlich nah dran. Ich weiß nicht, ob ihr den so gut hört wie ich. Kann ich leider nicht beurteilen. Ich gucke mir das Video ja auch immer an, wenn ich es hochgeladen habe. Aber das ist das Problem, die Soundqualität ist mal besser, mal schlechter. Achso, da habe ich noch einen Stein rausgekloppt. So, hier nochmal ein Fäckelchen rein. Zack. Jawohl. Jetzt gucken wir mal hier in der Wand. Ne, also soweit ich graben kann, nicht. Mal hier runter gucken. Aha. Oh, hier waren wir schon. Das ist der andere Gang. Ja. Dann grab ich mich jetzt mal in die Wand. Hier scheint auch nichts zu sein. Nehmen wir mal den da. Mal die Wand. Das Problem ist, das könnte jetzt über mir sein, das könnte unter mir sein. Und schon wieder Gravel, also Kies. Okay, Schaufel zur Hand und zack, 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 zack. Den Kies abtragen. Ja, wer wohnt denn hier? Meine Güte, ist das viel Kohle. Ein richtig ergiebiger Kohleflöz.
Und die 10 Minuten sind vorbei. Also, liebe Freunde, man sieht sich morgen. Bis dahin, sagt euer Ola Solastor. Cheerio!